Gut, okay, jetzt haben wir gespleist, Kabel abgesetzt, alles Mögliche getan. Jetzt kommt das Ganze, wir müssen es irgendwann messen. Das heißt, der Kunde wird uns fragen, Mensch, das, was wir da gebaut haben, A, funktioniert das denn auch? Und B, wie gut ist denn das, was wir gebaut haben? Und das machen wir mit einer Messung, einer sogenannten OTDR-Messung. Optical, das heißt, wir machen das Ganze optisch. Time, das geht um, dass wir eine Laufzeitmessung machen. Domain, das ist für den Bereich, in dem wir messen. Reflection, das Gerät misst das, was es an Reflektionen zurückbekommt. Das ist im Prinzip die Bedeutung dieses Begriffs. Wenn man jemanden fragt, ich finde es ganz wichtig, dass man weiß, worum es da geht. Optical, Time, Domain, Reflection. Das heißt, wenn wir sehen, was wir gerade gebaut haben, wir haben eine Spleißbox. Die haben wir ja auch gebaut, das ist die sogenannte 19-Meter-Spleißbox, die haben wir auf allen Seiten. Dann haben wir eine Länge Kabel dazwischen, diese Länge differiert, was auch immer. Und dann haben wir diese sogenannte Feldspleißbox, die wir gerade eben auch noch fertig gebaut haben. Das ist ja im Prinzip die Strecke, die wir haben. Diese Strecke hier hat jetzt 12 Fasern, haben wir ja gerade gesagt. Wir haben auf beiden Seiten nicht alle Fasern gespleist, sondern wir sind einfach hergegangen, haben auf einer Seite 8 gemacht, auf der anderen Seite von mir aus 6, wie auch immer. Und haben das dann quasi hier an den jeweiligen Spleißboxpunkten aufgelegt. Hier sind quasi die Picks jetzt irgendwie halt, hier kommt das Kabel an und hier sind halt eben diese entsprechenden Verbindungen jetzt drin. Ne? Also das ist quasi jetzt dieser Punkt. Und dieser Punkt hier, das ist quasi jetzt die Feldbox, die ist dann quasi jetzt an dem Punkt. Nur einfach nur, damit man eine Vorstellung hat, dass wir wirklich von einem Punkt zu einem anderen Punkt messen wollen. Messmethoden gehen immer entweder nur mit Vorlaufstrecke oder mit Vor- und Nachlaufstrecke. Das ist folgendes. Ein Messgerät misst mittels, ich sag mal, optischen Lichtimpuls. Und die neueren Messgeräte nicht mehr so sehr, aber die alten hatten eine gewisse Todzone vorne. Das heißt also, wenn sie Licht reinschicken in diese Faser, dann konnten die das nicht sofort sehen, was da ist, sondern die brauchten eine gewisse Vorlaufzeit, bis sie sich auf die Faser einkoppeln konnten. Deswegen gibt es sogenannte Vorlaufphasen. Wir haben also hier ein OTDR. Erkläre ich gleich, was genau das ist. Ich will nur den Messaufbau einmal darstellen. Dann haben wir eine sogenannte Vorlauffaser. Die hat eine gewisse Länge, 500 Meter. Um einfach eine gewisse Vorlauf-Todzone des OTDRs auszuschalten. Das heißt also, das, was das OTDR nicht sehen kann, endet irgendwo hier, damit wir auf jeden Fall das, was wir messen wollen, gut sehen können. Dann haben wir den Koppelpunkt, das ist hier bei uns ein SC-Stecker. Das ist dieser eckige, den ich euch gerade schon mal gezeigt habe. Dann gehen wir halt hier von dem SC-Stecker auf die Kupplung, dann auf das Pigtail, was ihr eingebaut habt, auf die Spleißkassette, über den Spleiß, der hier drin steckt, auf das eigentliche Kabel. Dann zur Box hinten, dann geht es wieder genau dasselbe. Wir haben den Spleiß, wir haben das Pigtail und auch wieder einen SC-Stecker an der Stelle. Auf eine, und das ist nicht immer so, Nachlaufstrecke, aber viele Kunden wollen das. Wenn man eine Nachlaufstrecke hat, hat man zwei Dinge gleich mit erschlagen. A, man weiß, dass man, wenn man hier Faser 1 hat, auch da die Faser 1 erwischt hat. Denn wenn man diese Nachlaufstrecke sieht, habe ich die richtige Verbindung, 1 zu 1. Der zweite Vorteil ist, das Messen mit Nachlaufstrecke ist, dass ich diesen Stecker hier auch wirklich sehen kann. Wenn ich hier nichts drinstecken habe, dann würde mir an der Stelle quasi diese Messung zusammenbrechen und ich kann nicht mehr sehen, ist der letzte Stecker eigentlich gut. Das heißt, der Messaufbau ist OTDR, Vorlaufstrecke, Patchfeld, zu messende Strecke, Nachlaufstrecke. Das ist im Prinzip der Aufbau für eine OTDR-Messung. Von der Hergehensweise ist es jetzt so, dieses OTDR wirft einen Lichtimpuls in die Faser hinein. Der geht über die gesamte Strecke und ist hinten wieder raus. Das, was das OTDR verarbeitet, ist das, was es als Reflexion, deswegen hier das R, zurückbekommt. Das heißt, es leuchtet quasi mit einer Taschenlampe in die Faser hinein, Licht an, Licht wieder aus und guckt, was kommt zurück. Je schlechter die Faser ist, also je mehr Brechungen ich habe, je mehr Biegungen ich zum Beispiel in meinem Kabel habe und je mehr, ich sag mal, wenn ich nicht gerade losgehe, der will ja eigentlich immer gerade auslaufen. Wenn aber meine Faser sehr gebogen ist oder der Spleiß an der Stelle sehr schlecht ist, dann habe ich hier einen sehr hohen Überstand. Und dann kommt sehr viel Reflexion zurück zum OTDR. Das heißt, je mehr
zurückkommen zu diesem OTDR, umso schlechter ist die Faser, umso mehr gibt es Ausführungen bei dieser Kurve, die wir gleich sehen werden. Das heißt also, das Licht kommt rein, wird durch die Faser geschickt, koppelt hier dann hinten irgendwo aus, also das meiste an Licht, was das OTDR losschickt, haut quasi aus der Nachlaufstrecke einfach hinten raus. Und das, was nicht hinten rausrennt, also die Differenz zu dem, was hinten rausrennt, und das, was das Ding an Reflexionen zurückbekommt, ist quasi der Dämpfungswert. Der Dämpfungswert wird in dB gemessen. Dazu erstmal Fragen, genereller Messaufbau. Patchband, Strecke, Box, OTDR, Vorlaufstrecke, Nachlaufstrecke. Irgendwie was man nicht versteht, warum das so gemacht wird? Das heißt, ich muss permanent an zwei Stellen hin und her tingeln. Ja und nein. Es gibt natürlich Kunden, die sagen, mir ist die Nachlaufstrecke nicht so wichtig. Ja, nee, bei der Nachlaufstrecke. Wenn man das mit Nachlaufstrecke misst, muss man einen Messtechniker haben an der Stelle, der quasi hier das Gerät bedient und die Vorlaufstrecke umsteckt, und einen Messtechniker hier oder einen Gehilfen, dem man sagt, Mensch, ich bin mit der ersten Messung fertig, steck mir bitte auf zwei. Ja, definitiv. Weil sonst rennst du. Immer wieder. Und wenn das eine lange Strecke ist, rennst du ganz schön viel. Es kann lang werden. Ja, Treppe rauf, Treppe runter. Das kann schon sein. Ja. Du brauchst zwei Leute. Definitiv. Weil das geht nicht sonst. Ja. Weißt du, wie vor Ort gemessen wird? Ich meine, die wollen mit Nachlaufstrecke messen. Okay. Das heißt, weil es auch besser ist, ne? Das müsste man dann mit dem Head-Rigger absprechen. Ja, genau. Dass man sich irgendeinen Rigger holt, der dann quasi hinten, wenn du fertig bist, du gehst ja her, machst deine Sachen oder deine Strecken fertig und erst dann, du misst ja nicht jede Box sofort, sondern erst dann, wenn du, ich sag mal, X-Strecken fertig hast, ist das so, jetzt bin ich so weit, aus dem einen Raum habe ich alle Strecken fertig und auch im Stadion selber habe ich alle Strecken fertig und jetzt gehe ich her und fange an zu messen. Und dann holt man sich einen und sagt, du, ich setze mich jetzt da rein, drückt dir ein Funkgerät in der Hand irgendwie halt und du gehst jetzt erstmal behind go left dahin an die Stelle, machst den Deckel auf und steckst mir den Stecker, am besten geht man mit dem dahin und zeigt dem, du, wenn du jetzt reinsteckst, steck mir den bitte zuerst dahin. Und wenn wir weitermachen, steck mir den dahin. Das heißt, du musst schon den Gehilfen so weit instruieren, dass er auch weiß, was er tut. Weil sonst kommt es nämlich schnell dazu, dass wenn man jetzt mal sich so eine Box anguckt und du sagst ihm, steck mir den bitte jetzt auf 1, dann ist es für dich das 1 und der denkt auch, oh, nee, 1 kann auch das sein irgendwie halt. Und du sorgst eigentlich da irgendwann dafür. Noch Aufkleber drin, ne? Aufkleber wofür? Ja, kann man machen. Ja. Für die Dose. Ja, ne? Das kann man machen, dass man hier hier auf diese Kupplung eine 1 klebt, genau. Und hier eine 4, sowas in der Richtung. Aber man muss den Messtechniker, den Helfer schon so weit instruieren, dass er also wirklich gesagt bekommt, Mensch, das ist 1, das ist 2 und so weiter. Damit er weiß, jetzt stecken wir das zu 2, jetzt zu 3 und so weiter. Und dann führt man die Messung durch. Ja, das wäre dann noch ein einfaches, dann vielleicht die 4 Zahlen aufzukleben. Ja, aber wichtig ist, dass man den Helfer instruiert, weil sonst fängt man an zu messen und denkt, irgendwas stimmt hier nicht, das dauert lange und irgendwas funktioniert nicht. Damit der Messaufbau nicht nur dem Messtechniker hier, sondern auch dem Helfer da ganz klar ist. Ja? Okay, das reine Messen würde ich jetzt noch mal drauf eingehen. Das heißt, wir haben hier an der Stelle unser OTDR. Gibst du mir mal diese Kiste da? Das ist das OTDR. Vor Ort werdet ihr ein anderes haben, aber im Prinzip von der Bauart sind die alle ähnlich. Die haben eine Tastatur hier, wo man Dinge eingeben kann. Die haben meistens alle ein Touchscreen mittlerweile, wo man direkt auch drauf eingeben kann, wie so ein kleiner PC. Die haben hier sind so Soft-Tasten, die mit unterschiedlicher Belegung dieses Bildschirms sich ändern. Und hier nochmal die Menütasten rauf, runter, links, rechts. Das erkläre ich euch gleich im Einzelnen. Ich wollte nur eben einmal sagen, was es hier gibt. Dann gibt es an diesem Gerät, die sind alle akkugesteuert. Das heißt, ihr müsst auch da nicht mit einer riesen Kabeltrommel die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Dann haben die alle möglichen Schnittstellen heutzutage. Die wichtigste Schnittstelle oder die beiden wichtigsten sind eigentlich einmal die USB-Schnittstelle. Die braucht ihr, um die Messung speichern zu können. Das Ding hat einen internen Speicher, aber die meisten Kunden wollen die Messung dann übergeben haben. Das heißt, ihr müsst hier einen Speicherstick reinstecken und diesen Speicherstick übergebt ihr dann hinterher dem Kunden. Und ihr habt hier an dieser Stelle, und das ist wirklich die wichtigste Buchse, das ist die Buchse, wo das Licht rauskommt zum Messen. Die Messbuchse. Das sind die beiden, das ist im Prinzip das OTDR. Dann haben wir eine sogenannte Vorlaufstrecke. Gibst du mir die mal eben bitte? Ich habe gerade schon mal geholt. Das ist im Prinzip nichts anderes wie
aufgerolltes Faserreservoir. Also im Prinzip hier sind 300 Meter, glaube ich, drauf, wenn ich das richtig weiß. Ja, hier sind 300 Meter Faser, einfach nur aufgewickelt auf einer Spule. Die gibt es in verschiedenen Bauformen, in kleinen Köfferchen, in so Tragetaschen, in großen Koffern oder so als Rolle. Also jeder baut so ein bisschen anders. Da gibt es einmal eine Steckerseite, die in das OTDR passt. Und dann natürlich eine Steckerseite mit hier, in diesem Fall SC, damit wir auf unsere Spliceboxkommen. Diese Vorlaufstrecke braucht man, wie gesagt, weil das OTDR im dichten Bereich, also direkt nach dem Messausgang, relativ blind ist, weil es halt mit sehr viel Leistung reingeht und da noch nicht sehen kann, was zurückkommt. Deswegen die Vorlaufstrecke. Die neuen können schon sehr dicht gucken, bis auf 3-4 Meter, aber man benutzt, das hat sich so eingebürgert, einfach diese Vorlaufstrecke, um genauer gucken zu können. Selbsttest? Selbsttest? Ja, könnte auch das, die Vorlaufstrecke. Kann man machen? Können wir gleich machen. Reflexion hat. Ja, können wir gleich machen. Also das ist die Vorlaufstrecke. Genau dasselbe Ding ist die Nachlaufstrecke. Ja. Also im Prinzip nichts anderes wie, ich sag mal, so eine Faser, die quasi hier reingesteckt wird, aufgerollt wird. Das Ende steckt man dann nirgendwo rein, weil es geht ja nur darum, dass ich den Punkt hier sehe und dann das Licht noch definiert weitergeführt wird und nicht direkt hier schon verschwindet. Und deswegen steckt man den Stecker oder die Faser von der Nachlaufstrecke nirgendwo rein, da lässt man einfach laufen. Das ist ja wie eine Taschenlampe, die dann einfach weiter leuchtet irgendwie halt. Selbsttest kann man machen, indem man Folgendes macht. Man steckt die Vorlaufstrecke in das OTDR, holt sich eine Kupplung, so wie diese hier, und steckt dann diese Nachlaufstrecke, die man hat, einfach direkt hier rein und misst. So hat man dann einfach nur eine Vorlauf-zu-Nachlaufstreckenmessung. Die würde dann, ich sag mal, so aussehen, dass ich hier einkoppel, in meine Vorlaufstrecke einkoppel, dann habe ich die Strecke, dann habe ich die Kupplung, die ich hier an der Stelle habe. Da würde nochmal so ein Einkoppelimpuls kommen, dann kommt die Nachlaufstrecke und dann würde es so zusammenbrechen. Das wäre quasi das Bild, was nachher das OTDR zeigt. Beim Stecken und auch beim Umstecken würde ich immer empfehlen, Stecker zu reinigen. So eine Vor- und so eine Nachlaufstrecke wird oft umgesteckt, von Kupplung zu Kupplung zu Kupplung oder auch hier von Kupplung zu Kupplung, und dabei nimmt sie Dreck auf. Das heißt, beim Umstecken der Vorlaufstrecke ein Tuch und Alkohol dabei haben und den Stecker einmal reinigen. Reinigen macht man in der Form, dass man sagt, ich habe mein kleines Tuch, mache da Alkohol drauf und mache, manche sagen eine kleine 8, andere sagen einfach nur mal drüber. Wir brauchen nicht tausendmal, sondern nur einmal so ein bisschen drüber und rein. Wichtig ist, dass dann das Tuch sauber ist dabei, dass wir uns nicht mehr Dreck reinwischen. Aber im Prinzip sollte man, wenn man, ich sag mal, misst, das Ding reinigen. Vor dem Messen einmal, das heißt also, ich steck das erste Mal rein, reinigen, reinstecken. Und wenn ich dann umstecke zur zweiten Faser, rausziehen, einmal reinigen, reinstecken. Und immer noch achten, dass die Tücher sauber sind dabei. So haben wir dann den Aufbau. Ja? Noch Fragen dazu? Wenn ich jetzt an der Nachlaufstrecke, wenn ich jetzt sehe, der Kollege, sagen wir so, wir haben jetzt eine Vertauschung drin. Ja. Woran sehe ich das Gerät erkennen, würde das erkennen, weil er die Nachlaufstrecke jetzt nicht drin ist? Genau. Also die Messung wäre dann, ich sag mal, an der Stelle, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, jetzt ein Licht reinschicke und ich sag mal, ich habe hier meinen Auskoppelpunkt aus der Spliceboxund sehe nicht dieses Restfaserstück, was ich quasi hier aufgewickelt habe, sondern er bricht mir quasi an der Stelle schon zusammen. Dann habe ich im Prinzip hier entweder einen kaputten Stecker, einen kaputten Spleiß oder die Nachlaufstrecke steckt nicht am richtigen Punkt. Man kann das ermitteln, indem man dann parallel zur Messung einfach einen Fiberpointer hier liegen hat. Fiberpointer haben wir schon gehabt, das ist dieses kleine Ding hier. Der macht nichts anderes als ein sichtbares Licht auf die Faser geben. Das ist so ein kleiner Pen hier, der erzeugt ein Licht im sichtbaren Bereich. Man sollte nie in die Faser gucken, nochmal, muss ich immer dabei sagen. Wenn gearbeitet wird an Glasfasern, auch dieses OTDR arbeitet in Wellenlängen, 850, 1310, 1550, Nanometer, 58, sieht man nur gerade so ein bisschen rot, alles andere darüber sieht man nicht mehr. Also auf keinen Fall reingucken in die Faser, sondern nur reingucken, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Messpen drauf und dieser Messpen macht halt eben so ein Licht, ne? Haben wir gesehen, das ist Licht, was dem Auge nicht wehtut und was auch nicht irgendwie gefährlich ist, sondern das ist ein Licht, wo wirklich mit gearbeitet werden kann, das darf man auch sehen, aber alle anderen sollte man nicht reingucken. Das heißt also, wenn ich jetzt statt dieses OTDRs mir ein kleines kurzes Patchkabel hier noch hinlege, parallel dazu, mit diesem Pen da dran, dann stecke ich das auf Faser 1.
Und dann muss der gucken, der Kollege, seine Nachlaufstrecke runternehmen und sagen, ja, blinkt das auf 1 oder nicht? Wenn nicht, dann ist es relativ eindeutig, irgendwie, dann soll er eben alle Kopplungen hier runternehmen und gucken, wo es blinkt. Dann haben wir eine Vertauschung in der Faser. Die Vertauschung in der Faser kann man durch Umstecken ja relativ einfach ermitteln und dann auch entsprechend ändern. Man kann es auch umspleißen, je nachdem, wie man es möchte. Und hat dann das wieder hingestellt. Wenn es aber, ich sag mal, nicht blinken sollten auf allen 8, dann ist der Spleiß kaputt. Bricht es noch weiter vorher zusammen? Also wir haben ja ein definiertes Ende, sagen wir mal, die Strecke ist eigentlich 100 Meter lang, das wissen wir, und es bricht schon bei 80 zusammen, dann haben wir ein kaputtes Kabel. Sagt uns das Gerät das, eine ungefähre Länge? Nein, das Gerät sagt uns gar nichts. Das Gerät, ja, wir können es befragen, aber von sich aus macht das Gerät keine Bewertung. Also du kannst nicht sagen, ich drücke jetzt hier einen Startbutton, Autotest zum Beispiel, wie bei Kupfermessung, fange die Messung an, mach das hier und habe dann einen Haken dran. So nach dem Motto, jo, alles klar, grün, Messung passt. Das gibt es nicht, weil es gibt so viel Bewertungskriterium. Was ist denn für ein, ich sag mal, eine Messung ein guter Wert oder was ist ein schlechter Wert? Es gibt verschiedene Kriterien, die eingehen sind für eine solche Messung. Die Kriterien sind, wie viele Steckstellen habe ich, wie viele Spleißstellen habe ich und wie lang ist das Kabel dazwischen. Das sind im Prinzip die Kriterien, die für eine solche Messung wichtig sind. Man weiß, dass eine solche Steckstelle, ich sag mal, oder es gibt gewisse Sachen, wo man sagt, okay, das ist so ungefähr die Norm. Da gibt es andere, die sagen, nee, das ist nicht die Norm. Aber ich würde sagen, pro Steckstelle 0,5 dB. Pro Spleiß 0,1 dB. Pro Kilometer Kabel bei Single Mode 0,1, bei Multimode 0,3. Wir haben Single Mode hier 0,1 dB. Bis 1000 Meter. Dann kommt hier wieder mein Spleiß und meine Steckstelle. Das heißt, man das zusammenrechnet, 6, 7, 8 und die 5. Das wäre im Prinzip das, was hier so ungefähr ausreichend wäre, um diese Messung durchzuführen. Ne? 1 dB, 1,3 dB. Das wäre das, was die Norm aussagen würde, so könnte man es machen. Das wird man quasi, das muss man dann an der OTDR-Kurve ermessen. Ein OTDR ermittelt die Dämpfung anhand einer optischen Aufbereitung der Dämpfung. Das heißt, ich schicke meinen Lichtstrahl rein und kriege was zurück und bekomme dann eine solche Grafik. Und das OTDR macht nichts anderes, als guckt sich die Grafik an und sagt, okay, mein Lichtimpuls ist hier eingekoppelt an der Stelle. Und ich sag mal, übertrieben gesehen ist der Lichtimpuls hier ausgekoppelt. Wenn ich diese Stelle hier rüberhole, dann ist das meine Differenz zwischen Einkoppeln und Auskoppeln. Und daran misst er einfach anhand seiner Skala, okay, ich habe hier so ein Linienmuster drin irgendwie halt und ich sag mal, von da bis da sind 0,7 dB. Also das ist im Prinzip nichts anderes macht das OTDR. Es ermittelt den Dämpfungswert der Strecke anhand der optischen Daten, die kommen. Das heißt, ich schicke Licht rein, Licht raus und ich mache so eine kleine Grafik davon. Irgendwie halt anhand der Grafik ermittle ich, aha, das ist meine Dämpfung. Er macht keine effektive Dämpfungsmessung. Das heißt, eine effektive Dämpfungsmessung wäre, ich schicke hier 10 dB Lichtleistung los, sage ich mal übertrieben, hier kommen 9 raus. Das habe ich mit einem anderen Gerät ermittelt. Das heißt, hier habe ich mein Startgerät. Das wäre eine sogenannte Einfügedämpfungsmessung. Das heißt, hier schicke ich 10 dB rein, hier kommen nur 9 dB raus. Das heißt, ich weiß definitiv, das Ding hat 1 dB Dämpfung. Das machen wir nicht. Weil dieses Gerät hier kein Gerät ist, sondern nur einfach nur eine Nachlauffaser. Diese Einfügedämpfungsmessung hat sich einfach nicht durchgesetzt, weil sie keinen grafischen Wert auswirft. Sondern sie macht einfach nur, mit einem gewissen Pegel gehe ich hier rein, mit einem anderen Pegel gehe ich hier raus. Ich kann aber keine nähere Aussage zu dieser Strecke machen. Mhm. Beim OTDR kann ich sogar sehen, wenn nach 70 Metern, sag ich mal, hier ein Knick drin ist, wie auch immer, dann kann ich zu meiner Strecke hingehen mit dem Messrad oder auf der Metrierung am Kabel gucken und gehe da einfach mal hin. Wo sind die 70 Meter? Was ist denn an der Stelle? Das meinte ich ja gerade. Das kann man sehen. Ob das Gerät mir eine effektive Aussage gibt, wo der Fehler denn zu finden wäre. Ja, das ist er. Aber er sagt, also effektiv die Strecke ist gut. Für mich, dann müsste ich natürlich
entweder umrechnen oder ich müsste ihm sagen, wie lang die Strecke ungefähr genau. ist. Genau, ja, genau. Aber er sagt ja, also er macht dann nicht wie bei anderen Messgeräten, dass man sagt, eine Automessung starten und dann los geht's und dann ist das Thema gegessen irgendwie. Das tut er nicht. Nee, 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 nee. Ja, also dafür ist er nicht gedacht. Das ist nicht die Art und Weise eines OTDRs. Das weiß ich, bei einer Strecke von 1000 Metern, dass man dann dass er dann bei 300 Meter sagt, da ist eine Knickstelle drin. Nee, das sagt er nicht. Eine zu hohe Dämpfung. Nee, das sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht zu hoch oder zu niedrig, weil er ja gar nicht Bewertungskriterien bekommt. Beziehungsweise zeigt er mir dann diesen Ausschlag da in dieser Kurve dann, ne? Ja, die zeigt er. Also man sieht auf diesem OTDR-Display hinterher dann wirklich diesen Dämpfungsverlauf hier. Und der, man kann das, es gibt Bedingungen, wo er ansteigt, aber im Prinzip fällt er immer nur ab. Weil er immer weniger mit an Leistung, die da durchgeht, irgendwie halt. Es gibt Verstärkungseffekte, aber das sind, würde zu weit führen, das zu erklären. Also kann man denn letztendlich nur sagen, der Fehler liegt im ersten Drittel oder im letzten Drittel? Nee, man kann bis auf einen Meter genau, je nachdem, welche. Also man kann schon sagen, dieser Fehler hier, zum Beispiel, wenn ich hier einen Fehler habe, der liegt bei 77,8 Meter. Mhm. Und dann kann man auch wirklich hingehen und sagen, Mensch, das ist da kaputt. Warum auch immer. Da hat jemand drauf gelatscht. Oder da ist ein riesen Knick drin, kann man schon sehen. Oder das ist so um eine Ecke gezogen, so winkelig gezogen irgendwie halt, dass da halt eine erhöhte Dämpfung im Verhältnis zum Rest auftritt. Was macht man denn? Dann muss man die Gesamtstrecke bewerten. Das heißt also, wenn ich sag mal, nur einen Knick habe, weil es zu hart verlegt worden ist und ich das wieder gerade ziehen kann und ich danach der Messung, ich sag mal, das wieder gut atmen sieht, dann mache ich gar nichts. Dann verlege ich es nur um. Wenn diese Dämpfung an der Stelle durch eine Stressung der Faser hervorgerufen wurde, dann würde ich sagen, lege ich das auch wieder gerade, gucke mir das Kabel an und messe alle Fasern nochmal durch. Wenn an der nach, ich sag mal, gerade liegen dieser Strecke immer noch, ich sag mal, ein erhöhter Dämpfungswert auftritt, dann würde ich das mit dem Kunden besprechen. Weil wenn das Kabel geknickt worden ist, dann kann ich nicht zu 100% sagen, dass diese Strecke dauerhaft durchhält. Es kann ja sein, dass nochmal jemand gegentritt und die Faser bricht. Ja. Das heißt, wenn ihr feststellt, in der Mitte ist irgendwas im Argen, müsst ihr eigentlich mit dem Kunden sprechen und sagen, Leute, da ist irgendwas in der Mitte, was ich nicht einsortieren kann. Wir müssen uns das angucken und wenn das durch Nachverlegen nicht zu beheben ist, würde ich die Strecke austauschen. Das Spleißen unterwegs? Ja, man kann Spleißen unterwegs, aber es gibt Muffen, es gibt alles Mögliche, aber du hast zwei Probleme. Zum einen hast du eine neue Dämpfungsstelle dazwischen, zum anderen brauchst du Kabellänge. Das heißt, du kannst ja nicht das mit einer Schraubzwinge oder mit einem Löserklemmen zusammendrehen, sondern du brauchst 5 Meter Überlänge. Das heißt, du brauchst 10 Meter Überlänge. Wo holst du die her? Dazwischen setzen. Ja, dann musst du zwei Muffen setzen. Dann fängst du an, hier eine Muffe zu setzen und hier eine Muffe zu setzen und das Stück Kabel auszutauschen, wo ein Knick drin ist. Ich glaube nicht, dass da ein Kunde drauf eingeht. Ich würde dann fast sagen, zieh neu, ist wahrscheinlich einfacher und billiger. Das geht nur bei sehr langen Strecken. Wenn ich wirklich riesen Entfernungen habe, wo ich dann sage, das macht keinen Sinn, das neu zu verlegen, oder ich kann es nicht neu verlegen, weil es zum Beispiel in der Erde liegt, dann geht es nicht anders. Aber generell würde ich dann sagen, zieh lieber neu. Und wenn das auch nicht geht, dann würde ich wenigstens sagen, zieh lieber ein Ende neu. Ja. Zumindest. Damit ich nicht alles so mit doppelt, dann brauche ich nicht zwei Muffen, sondern würde nur hier den Endpunkt in der Spleißbox neu spleißen und die eine Muffe dazwischen machen. Aber diese ganze Geschichte mit der Bewertung, wenn ihr das feststellt, müsst ihr mit dem Kunden sprechen. Mhm. Weil, ich sag mal, wir können halt eben hier jetzt sagen, durch das Neuverlegen ist das jetzt okay, wir sind im Dämpfungsbudget soweit in Ordnung, aber es ist eine Stelle, wo eigentlich nichts sein kann, wo was ist, und du weißt nie, was passiert, wenn dann nochmal jemand an das Kabel kommt. Wenn der Kunde sagt, ist mir egal, habe ich kein Problem mit, dann ist es okay. Wenn der Kunde aber sagt, Mensch, nee, tausch lieber aus, dann sage ich meinen Riggern eben, Mensch, zieh die Kabel raus, zieh ein neues rein, fertig. Hm. Ne? Also von daher würde ich schon sagen, sollte das so sein. Sind es noch Fragen dazu? Nicht. Okay, dann beenden wir das hier erstmal.